Hallo und herzlich willkommen zurück zu Seppo Plays Dark Souls. Im NPC-Schlachtmodus bin ich gerade noch. Und hier haben wir den nächsten NPC, den wir schlachten wollen. Und zwar Dusk von Ulazile, die wir vielleicht gar nicht töten können gerade. Ich weiß es nicht. Jedenfalls reden wir mal mit ihr. It is an honor to see thee again. I shall follow thine wishes. Und wir können Sachen von ihr kaufen, allerdings hat sie nur einen Beschleuniger, den ich einmal kaufe. Und wir können eine tiefe Verbeugung lernen, okay. For a very long time, I was trapped from my home I was taken, banished to a plane of distortion. It was there that thou came to my rescue, long after I had relinquished all hope. So gleeful was I, my faith reneweth. Das ist halt ziemlich skurril. The sorceries of Ulysseo differ from the magic of thine age. It is difficult to explain. Ulysseo's sorceries are, what doth one say? They're somewhat of an approximation. Thine sorceries are more straightforward, negating all but thyself. Dost thou not find some fascination in these discrepancies? The sorceries, it is Uli, thine, does that... Ja gut, Ulazile, ich muss dir leider eine Nachricht mitteilen. If thou art in need, pray summon me again. I wish to be of assistance. May the flames guide thee. Bleibst du noch da? Schön. Ja, Ulazile. What dost thou? Ich küsse dich. Ulazile, wehr dich nicht, ich liebe dich. Na gut, dann hauen wir mal drauf. Was mich wirklich interessiert, ob die was kann. Huch. Naja, halt holst du mal so drauf. Oh. Ja, nee, die kann wohl nix. Gedroppt hat sie wieder auch. Nix, so wie es aussieht. Ich werde mal... Also es wundert mich halt, dass sie gar nichts droppt. Ich dachte, die würde irgendwas droppen. Aber scheinbar ist es nicht so. Ja, dann halt nicht. Whatever, ne? Dann halt nicht, Mann. Dann droppst du halt nix. Dann droppst du halt nix. Ja, wir wollen zum Leuchtfeuer letzten Rast. Und ich scheine den tatsächlich Menschlichkeit absaugen zu können. Das kommt mir zumindest so vor. Ich werde jetzt mal meinen Dings auf Menschlichkeit lassen. Und dann mal nochmal hier den Absaugehandschuh benutzen. Und dann mal gucken, was passiert. Wenn ich den jetzt mal absauge hier. Daneben. Ach Mann, ey. Okay. Ach, jetzt von dem bekomme ich Menschlichkeit. Jetzt habe ich zwei Menschlichkeit oben links. Wahrscheinlich kann man das endlos oft machen oder so. Oder ich weiß nicht, wie oft man das machen kann. Probier es einfach nochmal. Muss man das jetzt so oft machen, bis man da die ganze Menschlichkeit rausgesaugt hat? Hat das eine random Chance oder so? Das ist ja toll. Naja, genug rumgecast. Ich würde sagen, wir machen einfach mal den hier. By the Lords! You damn fool! Enough of me! No! This can't be! Ah, der hat wieder was gedroppt. So darf es nicht enden. Menschlichkeit, Elfenbeintalisman und hast du nicht gesehen. Und ein bisschen Seelen. Naja. Ich hätte vielleicht ein wenig mehr erwartet, aber man nimmt, was man kriegen kann. Man nimmt, was man kriegen kann. So. Ich bin so froh, dass ich jetzt endlich dem Vogel eins auf die Omme geben darf. Ich bin so froh, es macht mich so fröhlich, es stimmt mich wirklich glücklich, dass ich jetzt dir, Vogel, eins auf die Omme hauen darf. Oder will, oder kann. Ich würde... Okay. Das ist ihm wohl egal. Fliegst du jetzt einfach weg, oder was? Ja gut, war jetzt nicht sonderlich ereignisreich. So, einen gibt's nach wie vor noch, aber ich will erstmal auch hier mal das ausprobieren. No, no, I'm fine. Well and wide awake. Do not treat me like an old withering snake. Okay,
Den kann man, glaube ich, nicht killen. Ich werde es auf jeden Fall später vielleicht nochmal versuchen. Aber erstmal werde ich den anderen Typen suchen gehen. Und zwar den Typ in den Ruinen von Neu-Londo. Aber bevor ich ihn kille, möchte ich mir mehr Wanderfluch kaufen. Wobei eigentlich, man braucht eigentlich überhaupt keinen Wanderfluch. Das ist ja auch das Lustige daran. Man braucht eigentlich überhaupt keinen Wanderfluch. Es ist so, dass man komplett ohne Wander... Huch. Dass man komplett ohne Wanderfluch da durchgehen kann. Durch die Ruinen von Neu-Londo. Da man überall da, wo man Wanderfluch brauchen würde, da das alles quasi optional ist. Man kann da überall durchrennen. Zumindest dachte ich so, dass es so wäre. Also ich werde jetzt eigentlich auch keinen Wanderfluch... Ja doch, wenn ich hoch will zu ihm, dann werde ich wahrscheinlich schon einen Wanderfluch brauchen. Aber normalerweise braucht man eigentlich keinen. Naja. Whatever works, ne? Dann werden wir. Also ich werde ein paar kaufen, dass ich niemals in die Misere komme, dass sie mir ausgehen, auch wenn es eben extrem unwahrscheinlich ist, dass das passieren wird. Ja. So, ach ja. Hier an den Kumpels natürlich vorbei. Das ist ein bisschen, naja. Ach, guck mal, das, was ich immer so gerne mache, wenn ich hier bin, ist, ich stelle mich schön hier hin und mache den hier. Jedes Mal. Einfach nur, damit der, da runterfliegt. Der steht aber auch immer so an dem Spot da, dass man den gern runterkicken will. Also zumindest wollte ich den jedes Mal runterkicken. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich ein Sadist. Vielleicht auch nicht. Erstmal überlegen, ob ich es überhaupt noch zusammenbekomme. Wo ich denn hier lang muss. Ich denke aber, dass ich es hinbekomme. Ich denke, dass ich es hinbekommen sollte. Ja. Hier ist der Typ. Ich hab die früher mal pariert, die Typen. Das mache ich jetzt nicht mehr, weil die eben eine andere Attacke haben. Also da hinten ist auch noch einer. Den will ich jetzt aber eigentlich gar nicht anlocken. Ich habe die früher, wie gesagt, mal pariert. Ich werde mir jetzt hier einen Wanderfluch reindrücken. Normalerweise, wenn man hier das Gebiet farmt, rennt man hier rein und pullt die beide. Also warum man das Gebiet farmen sollte, die trocken hier unglaublich viele graue Brocken und ich bekomme gerade voll auf den Latz, weil ich gerade spiele wie der letzte Vollpfosten. Ja, ich hätte die echt, so wie ich es normalerweise mache, beide pullen, irgendwie beide einzeln kämpfen und dann muss man sich nicht um die Geister scheren. Dann ist das sehr viel angenehmer. Und wie gesagt, ich backstabbe die meistens, weil man die eben diesen Handschuh haben, mit dem sie genau diese Attacke machen können. Und, oh, das ist nicht so einfach zu kontern, wenn man versucht zu parieren. Weil die dann einen quasi immer treffen, wenn man gerade versucht zu parieren und dann macht er eben die Attacke, dann hast du gelitten. Deswegen lasse ich das. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich den Weg in etwa kenne, aber... Nicht so wirklich. Ich dachte, man müsste hier rein und dann links durch und dann kommt man eben dahin, wo man gegen Artorias kämpfen würde, oder? Ja, also, nee, wo man runter muss, aber wenn man hier weitergeht, dann habe ich mich komplett verlaufen. Ja, hier ist nochmal so einer. Ach, okay. Ja, nee, ich bin hier komplett falsch. Oh, nein, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Geht doch weg. Eigentlich will ich euch über... Ach Mann, nein, bitte töte mich jetzt nicht. Ich will dich nicht töten. Töte mich nicht. Bitte nein, nein. Ja, Estus. Oh, Glück gehabt. Lasst mich doch einfach nur durch. Ich will euch gar nicht... Ich will euch gar nichts tun. Ich will euch doch eigentlich gar nichts tun. Ich will eigentlich nur an euch vorbeilaufen. Ich frage mich gerade echt, ob ich mich komplett verfranst habe oder... Naja. Irgendwo hier in der Nähe ist der Typ aber und den würde ich gerne finden. Ich glaube, ich mache hier mal einen kurzen Cut und mache dann beim Typen weiter. Deswegen sage ich mal, bis gleich. So, weiter geht's. Ich will nicht wissen, wie lange ich mich verirrt habe. Es war, glaube ich, ein ganzes Stück, was ich mich hier verirrt habe. Um endlich hierher zu kommen und den Typen zu töten. Das war echt ätzend lange. Auf dem Weg dahin habe ich übrigens irgendwo einen Fluchbissring gefunden. Wo der genau ist, ja, gute Frage. Nächste Frage, Fluchbissring. Ach hier, guck mal, verstärkt Fluchresistenz. Naja, egal. So, wir werden jetzt erstmal den hier einmal abzapfen.
Wir haben schon mal ein Menschlichkeit bekommen, das heißt, bei dem scheint es zu funktionieren. Dann machen wir es doch direkt nochmal. Daneben. Daneben. Ach, gibt's gar nicht. Treff doch mal. Ich hol mir die Menschlichkeit von dir, was denn sonst? Jetzt habe ich, glaube ich, schon drei Menschlichkeit von dem bekommen. Machen wir doch gleich nochmal eine Runde. Und das macht, das Schöne ist, das macht denen keinen Schaden, deswegen kann man das wahrscheinlich auch einfach so im Spiel machen, wenn man die nicht töten will. Also ich meine, über gratis Menschlichkeit werde ich mich jetzt sicher nicht beschweren. Nö, daneben. Ich glaube, ich habe dem schon alles ausgesaugt, was er hatte. Na dann, kämpfen wir mal eine Runde, so. Oh, you are no different from the rest. So be it. I am Ingwood, the guardian of the seal. Ich würde gerne mal sehen, was der kann. Ja, ja. Bin voll prepared. Mich würde mal interessieren, ob du Magie kannst. Das würde mich echt interessieren. Ja, der kann Magie. Ja, gut. Achso, ich habe das Wappenschild an. Das ist gut gegen Magie. Das sind jetzt nicht die Übermagie-Spells, die er drauf hat. Ist jetzt auch nicht der Überkämpfer scheinbar. Huch, ich wollte keinen Wanderfluch nehmen. Ich würde den gerne mal parieren. Ja, aber Magieattacken kann man nicht parieren. Ich könnte ihn auch einfach backstabben. Ja, aber das Repost verkackt. Ich glaube, wir machen dem mal ein Ende. Ja, ich weiß nicht, wie du dir das erlauben konntest. Das war jedenfalls nicht das Schlauste, was du machen kannst. Was mir gerade eingefallen ist, ich habe komplett vergessen, weitere Wanderflüche von dem zu kaufen, aber das sollte nicht das Problem sein. Ja, also gibt es eigentlich nicht mehr viel zu tun, bevor ich ins NG Plus gehe. Eine Sache fällt mir allerdings noch ein. Eine Sache. Und dafür brauche ich das andere Schild, und zwar das hier. Die Ausrüstung sonst werde ich mal lassen, wie sie ist. Und zwar... ach so, es müsste ganz oben sein. Sonnenlichtaltar. Das werde ich auf jeden Fall jetzt noch einmal ausprobieren. Ach so, wenn ich jetzt im Sonnenlichtaltar bin, das ist, ach genau, der fliegt raus. Das ist super. Ja, komm, geh mir nicht auf die Nüsse. So, der kommt nämlich gleich wieder, der Drache. Dann werde ich auf jeden Fall einmal versuchen, ihn zu töten. Den Schwanz haben wir ihn ja schon anderweitig abgehackt. Das ist also Wurst. Und wenn wir jetzt hier rauslaufen, hier, sollte der wiederkommen. Eigentlich. Dachte ich. Hallo Drache. Nein, heute nicht. Ach, vielleicht muss man hier sich an das Feuer hocken und dann müsste der wiederkommen. Normalerweise kommt der eigentlich wieder, dachte ich. Also er war ja gerade auch wieder da. Deshalb, ich hoffe, dass ich nicht 5 Tries oder sowas gegen den brauche. Das ist nämlich eigentlich die letzte Sache, die ich noch machen würde, bevor ich den finalen Bosskampf starten würde. Außer ich farm vielleicht noch ein bisschen mehr Brocken oder so oder noch ein, zwei Schollen. Damit ich mir ein paar Items komplett hoch upgraden kann. So, ich frage mich jetzt gerade, ob der Drache jetzt da ist oder wo der ist oder was der macht. Nö, er ist gerade nicht da. Er müsste aber eigentlich jetzt kommen hier, wenn ich hier so stehe. Drache? Drache?
Kein Drache. Das ist allerdings extrem seltsam gerade. Ich werde einfach mal hinterlaufen. Vielleicht kommt der Drache ja dann. Normalerweise sollte er nicht komplett weg sein. Ich dachte, man könnte den nochmal bekämpfen. Aber scheinbar ist der jetzt irgendwie weg, der Drache. Ja gut, dann würde ich sagen, wenn der Drache weg ist, dann gibt es beim nächsten Mal keinen drumrum mehr. Beim nächsten Mal werde ich direkt vor der Bosstür stehen. Und dann wird der Bosskampf gestartet. Diese zwei Gegner, die noch in Olasile sind, die sind wohl komplett optional. Und NPCs, wenn mir noch einer einfällt, dann werde ich den noch machen. Aber ich denke, ich habe alle abgemurkst, die mir zumindest einfallen, von denen ich weiß, wo sie sind, wo sie spawnen und so. Ich habe wohl verpasst, ein paar NPCs während des Spiels wohl abzumurksen, vielleicht für bessere Drops oder hast du nicht gesehen. Aber das kann man nicht mehr ändern. Und ja, beim nächsten Mal werde ich, wie gesagt, vor Fürst Gwyn stehen und ihm das Fürchten lehren. Das ist mein Plan. Und im New Game Plus werde ich dann vor allem versuchen, zum Beispiel die ganzen Eide mal hochzuleveln und sowas. Solche Geschichten mehr. Und weniger, also ich denke, dass die Bosskämpfe und so, dass das alles jetzt nicht super schwer sein wird. Schwerer als davor vielleicht einige, aber ich denke, die meisten werden eher leichter sein. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich nochmal gegen den Taurus-Dämon drei Parts brauchen werde, ist unwahrscheinlich. Also selbst wenn er doppelte HP haben würde oder dreifache HP und keine Ahnung, ein bisschen mehr ausschenkt oder so, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Taurus-Dämon mich jetzt als Boss quasi ownen würde. Andere hingegen kann ich mir sehr schwer vorstellen. Also Smug und Ornstein fand ich ja beim ersten Playthrough relativ simpel. Wenn die ein bisschen mehr HP haben und ein bisschen kräftiger austeilen könnten, könnten die tatsächlich relativ stark sein noch. Ja, beim nächsten Mal geht es dann wie gesagt direkt mit Gwyn weiter. Ich hoffe, ihr schaltet da natürlich auch ein. Der Gwyn-Bosskampf, also ist bestimmt nicht so verkehrt. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob es beim nächsten Mal schon direkt der Bosskampf kommt. Da ist natürlich eine Nebelwand, durch die ich noch schreiten muss. Wenn danach noch ein Gebiet kommt, das man durchlaufen muss, dann ist es halt so. Dann geht es dann vielleicht nicht direkt bei Gwyn weiter. Ich weiß es nicht. Naja. Mit diesen Worten würde ich sagen... verabschiede ich mich zum vorletzten Mal bis vor dem New Game Plus. Oder ich weiß noch gar nicht, ob ich unbedingt New Game Plus machen will. Oder ob ich vielleicht einen anderen Charakter spielen will, einen Pyromant oder sowas. Oder also ich werde auf jeden Fall noch eine Runde... Also ich werde auf jeden Fall noch mal Dark Souls spielen irgendwann mal. Und ich werde es wahrscheinlich auch noch mal LP'n oder sowas, weil es einfach ein ziemlich cooles Spiel ist. Es gibt ziemlich viele Sachen, die ich noch ausprobieren, machen, sehen will. Es gibt noch super viele Storylines, die ich verpasst habe, Idle und so weiter, hast du nicht gesehen. Aber wie gesagt, beim nächsten Mal sind wir dann tatsächlich schon bei Gwyn und machen Sachen mit Gwyn. Damit verabschiede ich mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.